Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man Animationen erstellen kann. Ich habe hier ein Dreieck gezeichnet und möchte zeigen, dass die Winkelsumme 180 Grad ist. Die einzelnen Winkel habe ich hier mit dem Kreissektor gezeichnet und dann entsprechend angepasst. Und ich habe dann gemerkt, dass das in Impress von LibreOffice nicht so richtig gut funktioniert. Da scheint es einen Bug zu geben, vielleicht irgendwann nochmal auszuprobieren. Auf jeden Fall waren die Pfade nicht gut. Deswegen nehme ich von OpenOffice, auch ein freies Programm, das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie LibreOffice, dann Impress. Und hier habe ich dann das eingefügt. Leider kann ich Objekte hier auch nicht drehen. Deswegen habe ich hier diesen Winkel einmal selber gedreht um 180 Grad und hier oben eingefügt. Und dann sieht man hier die Animationspfade. Wenn ich ein Objekt animieren will, dann kann ich hier raufklicken. Und hier bei Animation kann ich dann hinzufügen. Und dann kann ich einen Animationspfad hinzufügen. Hier kann ich den Polygon nehmen. Und dann kann ich hier einen Animationspfad für das entsprechende Objekt zeichnen. Ich zeige jetzt einmal, wie das aussieht. Das sieht dann, achso, als Bildschirmpräsentation. Leider ist es hier ein bisschen schwierig, die Punkte dann genau aufeinander abzustimmen und ich hätte das gerne auch gedreht. Das kann ich zum Beispiel bei PowerPoint machen. Aber vielleicht das als eine Idee, Inspiration, um eventuell andere Animationen zu erstellen. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.